Ich fahr nur alte Karren, will kein neues Auto haben. Können ja andere gerne fahren, mir ist egal, was andere machen. Doch ich steh halt auf Oldschool, deshalb fahr ich Klassiker. Ich liebe alte Autos, egal was andere sagen. Die Formen und die Farben, das sind Kunstwerke, die fahren. Ich werde nie verstehen, wie man das nicht sehen kann. Ist ja auch egal, jedem sein Ding. Doch weil ich alte Autos fahr, werd ich heute schon beschimpft. Mein Oldtimer macht vielleicht mehr Dreckpartikel. Doch dein E-Auto ist nur ein Wegwerfartikel. Nicht gerade nachhaltig, was ihr da so macht, wenn ihr jedes Jahr ein neues Plastikauto fahrt. Ja, moin zusammen. Huch, die Tür offen gelassen. Macht nix. So. Gestern Abend bei eBay Kleinanzeigen rumgefummelt und ein Auto entdeckt für den Preis. Da konnte ich jetzt nicht nein sagen. Ach komm schon. Zweimal glühen vielleicht. Ich muss die Glühkerzen hier machen. Ja, man merkt. Er hat gar keinen Bock. So, Trailer ist dran. Dann wollen wir mal los. Es geht nach Wittenberge. Ist schon ein Stück. Wir sehen uns später. So, da wäre er, ist er. Aufladen habt ihr gesehen. Der stand schon die ganze Zeit rum, sollte eigentlich ein Ersatzteilträger werden. Sieht relativ gut aus, aber ihr werdet von diesem Auto nichts auf meinem Kanal sehen. Denn die Elbtal-Elfe wird dieses Fahrzeug mit einem Buch, was wir auch mitbekommen haben, jetzt mache ich es mir selbst vom Besitzer. So wird es gemacht. Peugeot 205. Die Elbtal-Elfe wird das Auto fertig machen. Und ja, wenn jemand einen Kugelkopf für so eine Anhängerkupplung hat, bitte laut geben, ich brauche so ein Ding. Ne? Ja, ansonsten springt sofort an, Reifen sind gut. Ne? Solche kleinen Sachen oder sowas, alles in der Richtung. Naja, vielleicht tauche ich doch noch ein oder das andere Mal an dem Auto auf. Also den Schweller werde ich mal einmal sauber machen. Aber einmal runterschrubben und neu lackieren. Man sieht schon, er ist blasig. Man sieht es hier. Da hat mal einer repariert und lackiert. Und nicht entfettet. Ja, aber ansonsten echt nett, das Auto. Ich sehe wenig Rost. Innenraum echt schick. Mit Radio. Das ist ein 93er. Das bedeutet, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja. Springt sofort an. Das ist das Wichtige bei dem Auto, bei dem Motor, weil wenn der nicht sofort anspringt, die haben gerne mal die Kopfdichtung platt. So, Schlüssel nehmen wir raus, weil McDonald's ruft. Ja, ab und zu müssen wir auch mal was essen. Und deswegen melden wir uns später wieder. So, der nächste Tag, wie man sieht, strömender Sonnenschein. Keine Ahnung, ist schneit. Und bevor das hier richtig matschig wird, ne, wie gesagt, wir fahren das da ja nicht ohne Grund. Nur der hat diese Reifen nicht. Ne, nicht, dass mir die Kiste gleich vom Weg rutscht. Und mal gucken, dass wir das Auto wegkriegen, weil gestern Abend hatten wir keine Lust mehr.
Ja. Peugeot 205. Finde ich gut, das Ding. Ja, dann wollen wir mal. So, jetzt kommen wir auch zum Ende vom Video. Warum eigentlich den 205er? Das ist jetzt früher kein wahnsinnig besonderes Auto gewesen. Interessant an diesem Fahrzeug ist, es ist von 1983 bis 1998 gebaut worden. Hat sogar die Premiere seines Nachfolgers, dem 206, überlebt. Wurde also weitergebaut. Wurde in Nordafrika gebaut. Also das war ein wirklich weit rumgekommenes Auto. Deswegen auch wahrscheinlich so hochbeinig. Ist ja schon ja, relativ geländefähig, das Ding. Ja, das goldene Lenkrad, ne, hat er sofort bekommen als bester Kleinwagen. Auto des Jahres, sofort geworden. Die Dinger sind relativ rostunempfindlich, sehr eigenartig für so ein Auto aus den Zeiten. Ja, das ist 1998 ist dann wahrhaftig der letzte vom Band gerollt. Da ist der 206er schon, ne, gelaufen, wie man sich vorstellen kann.
Ja, das war das meistverkaufte Auto in Deutschland, das meistverkaufte französische Auto in Deutschland. Sehr interessant. Es ist technisch, die älteren, ist das auch sehr interessant, dass zum Beispiel Motor und Getriebe sich ein Gehäuse teilen. Die sind übereinander angeordnet, haben quasi die gleiche Ölwanne. Wirklich interessant. Ich finde das Auto sehr interessant. So, und jetzt kommen wir langsam zum Ende vom Video. Ich wünsche euch natürlich eine schöne Woche. Lasst euch nicht ärgern. Ne? Und wie immer, wir sehen uns beim nächsten Video. Ja? Bis dann.